So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der nordfriesischen Marsch. Ich habe mir jetzt den ersten Holmer gekauft. Das resultierte daraus, dass ich aus der BGA natürlich ein bisschen was geschöpft habe von dem Feld, was ich jetzt in Bayern umgewandelt habe. Hier nochmal der Beweis, 403.000 Einnahmen BGA. Nur damit ihr mir das auch glaubt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier cheate oder was weiß ich. Dann fahren wir mal zum Händler und holen mal den Holmer ab. Der hat jetzt schon einen Tank drauf hinten und da braucht man quasi nur hier die... Ja, ist die Frage, ob wir das können. Muss ich mal gucken, ob das mit dem auch geht. Da steht er schon. Der hat jetzt Terra-Bereifung drauf. Also die dicksten und die breitesten, die gehen. Weil er ja, bevor der Grubber über das Feld fährt, dann halt über das Feld, ja, eiert halt, ne? Also, dann, der hat aber hinten keine Anhängerkupplung, das ist natürlich ein bisschen doof. Vorne auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier hinten so Räder dran hat. Das können wir ja mal kurz erforschen. Transportstellung. Das heißt. Schöner Sound auf jeden Fall. Transportstellung heißt Arbeitsstellung. Okay. Das heißt, er ist hier ein bisschen agiler vielleicht mit unterwegs. Transportstellung ist einfach vielleicht, um die Achsen oder um die Reifen zu entlasten. Das kann ich euch nicht so genau sagen. Allradlenkung ist gut. Fülle das Gerät zuerst auf. Das machen wir jetzt. Mit Gülle. Gülle. Liter ist natürlich auch ein bisschen wenig, ne? Aber so ist das eben. Dann müsste er rein theoretisch, wenn ich hier ranfahre, müsste das rein theoretisch gehen. Terra-Variant auffüllen, bitteschön. Normalerweise fährt er jetzt das silberne Rohr darüber, koppelt das oben in die Anhängerkupplung ein da und dann müsste das eigentlich funktionieren. Aber das ist jetzt hier leider nicht so. So, der ist voll. Wir haben jetzt leider auch kein Feld, wo wir das ausprobieren können. Aber ich werde ihn erstmal so weit konfigurieren, dass er halt dann auch gleich einsatzbereit ist. Jetzt haben wir natürlich hier kein Fahrzeug, um den... Na, vielleicht geht's ja doch. So, mal gucken. Naja, kann keine normalen Fahrzeuge, also keine normalen Anhänger anhängen. Auch in der normalen, also... Ja gut, er hat zwar eine 3-Punkt-Aufnahme. Aber, ne, will er nicht. Dann machen wir es schnell hiermit. Entkoppeln, das natürlich regnet es jetzt. Ist auch sehr schön. Ich hatte nämlich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich die Felder nicht weiter wachsen lassen. Also quasi die Wachstumsrate ausgestellt. Das kann man auch machen. Ich weiß nicht, was das für einen Grund hat. Kann natürlich sein, dass man dadurch jetzt Zeit spart oder so. Oder einfach das Wachsen halt ein bisschen besser kontrollieren kann, wenn man jetzt nachts halt nicht wachsen lässt. So, jetzt ist das alles angeschlossen. Das passt auch alles ganz gut. Jetzt haben wir da 16.000 Liter dran. Sehr schön. So, den lassen wir jetzt hier erstmal an der Seite irgendwo stehen, wo Platz ist. Oder wir fahren ihn ins Silage-Silo. Da ist auf jeden Fall Platz.
Also zumindest in das Leere. Ich hatte erst überlegt, mir noch eine zweite Spritze zu kaufen. Also diese von Amazone. Oder eine New Holland oder sowas. Das lassen wir jetzt aber. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Trecker mit... Genau den. Der ist hier leider im Graben abgesoffen. Jetzt müssen wir den mal gucken, dass wir den vernünftig wieder rauskriegen. Beziehungsweise mit Gewicht halt, ne? Ich würde das Gewicht ja gerne mitnehmen. Ja, wunderbar. Wie ein Profi. So, jetzt holen wir uns die Unkrautspritze. Das Feld ist hier schon zu 100% gedüngt. Deswegen brauchen wir, weil wir ja vorher gegült haben, beziehungsweise, ja, ist das denn gegült gewesen oder ist das, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, gegült haben wir vorher und dann haben wir, genau, das ging ja los mit dem Terragator. Das hat ja nicht so ganz funktioniert, so wie wir das wollten. Und dann haben wir uns ja ein anderes Gerät gekauft, nämlich den Holmer, also das Holmer Fass. Und, oh, der ist gerade um die Kurve geschlittert, cool. Hab ich auch noch nicht gesehen, aber das ist jetzt wahrscheinlich durch den Regen. Der ist voll, das ist gut. Dann können wir ja hier einmal schön Unkraut vernichten. Wenn das jetzt in der untersten Wachstumsstufe noch wäre, könnte man das mit dem Striegel machen. Wir müssen das jetzt leider mit der Spritze machen, weil die Köpfe der... Ich bin schon wieder falsch gefahren hier. Weil die Köpfe des Unkrautes schon rosa und also bunt sind halt, ne? Deswegen geht das nicht mehr. Sonst könnte man das noch schön rausstriegeln, aber leider nicht mehr. So. Jetzt aufklappen. Können wir schon mal machen. Da wollte ich ja dann halt nochmal die Amazone kaufen, blau färben. Ne, Quatsch, den Tank wollte ich. Oh, ich muss mir gleich mal Kaffee machen, glaube ich. Den Tank wollte ich dann rot färben für Pflanzenschutzmittel, heißt das ja. Also im Endeffekt gegen Unkraut. Herbizid. Heißt das so? Ich glaube, ne? Genau. Und jetzt machen wir einfach mal hier den Helfer an. Warum macht er das nicht? Finde ich doof. Das finde ich doof. Er muss doch das... rein theoretisch muss er doch das Unkraut erkennen. Man könnte jetzt auch noch mit Cosplay arbeiten, will ich jetzt aber nicht. Deswegen mache ich das jetzt einmal manuell, das Vorgewende. Hier die ganze Breite ausnutzen. Ich habe jetzt wieder mal nicht auf die Uhrzeit geachtet. Das heißt, wir sind dann wohl auch gleich fertig in 5 Minuten, würde ich sagen. 5,5 machen wir. Ne, halb machen wir. Ja, und hier wächst jetzt Weizen drauf. Den brauchten wir ja für Stroh. Also ich habe jetzt Weizen genommen, weil Weizen halt sehr ergiebig ist und man es halt auch für
andere Tiere noch benutzen kann, nämlich die Schweine. Und jetzt weiß ich nicht, warum ich hier nicht wegkomme. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber jetzt geht's wieder. So. Jetzt fahren wir auf die Breite, die er haben muss, damit er bis zum Rand kommt. Und dann lassen wir den Helfer fahren. Das müsste eigentlich schnackeln jetzt. Schnuckeln, schnackeln, wie auch immer. Und die Reste fahren wir dann weg. Den muss man ein bisschen korrigieren hier. Der gefällt mir nicht so. Der ist nicht ganz gerade so jetzt. Hier ist schon wieder alle. Das gibt's doch gar nicht. Feld 4. Immer noch aktiv. 89%. Heftig. Ich habe eigentlich auch extra einen Hänger dafür. Also einen Anhänger dafür. Der immer am Feldrand steht, um die Amazonen nachtanken zu können, aber das hat hier auch nichts gebracht. Deswegen fahre ich jetzt nochmal nach Hause, mache den Deckel schon mal auf, damit ich ganz genau weiß, weil manchmal vergisst man in meinem Alter ein bisschen was, damit ich ganz genau weiß, aha, jetzt muss ich noch, hier kann man auch die Milch hinbringen. Ja, Milch habe ich jetzt, habe ich noch einen ganz großen Container, also einen ganz großen Tankwagen gekauft. Wir hatten ja vorher den IT Runner. Da habe ich halt einen ganz großen gekauft und ja, der ist jetzt halt nochmal bis mit 7000 Litern gefüllt worden. Der steht ja da, wie ihr seht, auf der rechten Seite am Kuhhof. Und sonst habe ich eigentlich nichts gekauft. Also ich hatte irgendwie 80.000 über und da habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du mal so ein Milchding kaufen. Also durch die Düngeaufträge oder Verträge, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja. Und deswegen steht da jetzt so ein Ding. So, den füllen wir jetzt wieder auf. Jetzt haben wir natürlich nur noch 30.000, weil der Holmer natürlich auch 380.000 gekostet hat. Ja, man hätte jetzt auch noch Felder kaufen können, aber ich hatte dann auch keine Lust mehr auf Silageballen machen. Ja, dann hatte ich noch einen Avangardo oder wie die heißen. Diese komischen Anhänger, diese neuen. Ich glaube, Ballentechnik ist das gewesen, oder? Genau, hier diesen Adurante oder Durante. Adurante, keine Ahnung. Davon habe ich einen gekauft. Allerdings für... Warum gehen denn hier 36 Ballen drauf? Und hier nur 24. Das ist ja doof. Na gut. Ja, genau. Dann habe ich halt diesen gekauft. Den habe ich noch gekauft. So, was ist das hier? Bio-Baler. Ballenpressen, um Ballen aus Pappeln zu pressen. Okay. Hier gibt es auch wilde andere Farben hier noch. Auch fürchterlich, aber 18 Ballen. Das Ganze könnte man auch... Oh, Entschuldigung, mit einem Ballencontainer machen. Ich weiß gar nicht, wie viel da drauf passen. Das steht ja auch gar nicht. Ja, oder hier diesen mit für 8 Ballen, aber das auch für Rundballen. Genau. So, der ist jetzt wieder voll, dann können wir den Deckel zumachen, damit es nicht noch nass wird, unnötig. Fahren das wieder aufs Feld, lassen das zu Ende sehen. Und dann wollte ich noch dieses Feld 27 oder wie das heißt, bei 21, neben dem Shop das Feld. 21, ne, genau. Das wollte ich nochmal umflügen und daraus ein normales Feld machen. Mal gucken, vielleicht kommt da ja mal Soja drauf oder irgendwas. Man könnte jetzt zum Beispiel daraus... ja, das genau, das Feld können wir dazu nutzen, halt um die... den Holmer mal auszuprobieren. Ist natürlich sehr groß. Wird dementsprechend wahrscheinlich auch viel verbrauchen. Aber das werden wir dann sehen.
Ja. Aber wie gesagt, dann wahrscheinlich erst im nächsten Video oder im übernächsten Video. Müssen wir mal gucken. Im Moment ist meine Festplatte auch voll. Ich muss dann mal ein bisschen aussortieren. Ist da hinten noch? Okay. Warum hat er das da übergelassen? Verstehe ich nicht. Gut. Helfer an und ab geht die Luzi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, mit dem Holmer, mit der Amazone hier nachfüllen etc., Holmer konfigurieren, vorbereiten, dann lasst doch mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied.